Hamdidlidi, Hornets-Fans. An einem Sonntagabend gab es ein schönes Spiel zur besten Sendezeit mit einem Sieg gegen die Dallas Mavericks. Schon wieder schmachvoll. Gewonnen haben wir wegen Gordon Hayward und auch wegen Dennis Smith Jr. Und weil Luka Doncic unzufrieden ist mit Kyrie Irving. Meistens haben sie Abwechslungsspiel. Zum Schluss haben sie es dann versucht, zusammenspielen zu lassen. Hat nicht funktioniert. Luka Doncic offensichtlich frustriert, hat es auch sein 16. technisches Foul in der Saison kassiert, dass er jetzt das nächste Spiel vor denen aussetzen muss. Dann kann Kyrie Irving ein bisschen zeigen, was er kann. Der hat ein, zwei coole Kyrie Irving Korbleger gemacht. Ansonsten Luka Doncic die ganze Zeit halt immer versucht, Dreier gegen den Mann zu werfen. Hat oft geklappt, aber nicht immer. Und Gordon Hayward hat halt einfach die besseren Würfe genommen und hat gut getroffen. Er ist fitter Junge. Viele Spielminuten auch für Bryce McGowan und JT Thor war auch sehr gut mit drei Corner-Shots und sehr gut der Defense, besonders im ersten Viertel gegen Luka Doncic. Jetzt haben wir die ganze Saison über jedes Spiel gegen Dallas gewonnen, alle beide diese Woche. Dallas hatte auch zwei Ls im Namen wie Loss und Loss. Shoutout an den Kameraden. Na, wie heißt er? Was ein Wortspiel, muss ich schon sagen. Sam Dracula hat es auch angeschaut, das Spiel. Und ansonsten, wenn man nochmal in die Zahlen eintauchen will bei den Hornets, es war tatsächlich die Defensive, die es gewonnen hat und halt die Trefferquote tatsächlich und wenig Dreier, seit LaMelo Ball nicht mehr dabei ist. PJ Washington hat ein gutes Spiel gespielt mit 21 Punkte. Gordon Hayward hat die 22 Punkte gemacht. Und Mark Williams hat fast durchgespielt. Naja, 32 Minuten. Nick Richards hat gar nicht gespielt. Mark Williams 15 Punkte, 16 Rebounds. Da haben wir Bock drauf. Er war auch gut. Er war geduldig. Und Dennis Smith Jr., es hat gereicht. 14 Punkte. Ein Dreier von 4. Aber halt der Dank zum Schluss war so PJ Washington vom Dreier Alley-oop und er rennt vom rechten Eck hinten durch die Hintertür und springt hoch. Maxi Kleber hat verschlafen und dann slammt er mit zwei Händen aus der Luft rein und hat quasi jetzt schon wieder den Dolchstoß gemacht, wie jetzt vorgestern erst gegen seine alte Mannschaft und ja, hat sich auch riesig gefreut. Überhaupt ist ein bisschen eine gute Stimmung jetzt hat auch bei den Hornets. Die Bank war wieder voll. Bucknight hat Minuten kriegt und hat auch mal einen Dreier gemacht und einmal einen coolen Korbleger. Ansonsten hat er ein bisschen unsicher gewirkt. 5 Punkte in 10 Minuten, immerhin. McGowan 9 Punkte in 20 Minuten, aber halt viel Spielanteile und da eine Verteidigung gut. Maldon hat gespielt, 20 Minuten, 6 Punkte. JT Thor 9 Punkte. Sonst wenig Statistik, 3 Rebounds, 2 Fouls. Maxi Kleber für die Freunde der Deutschen unter uns, der Würzburger, 32 Minuten, 14 Punkte. JaVale McGee hat wieder nicht gespielt. Und ja, Dallas hat ein Problem und wir haben Hoffnung, kann man so kurz sagen. Livestream müsste geklappt haben, ich habe es gerade noch nicht gecheckt, aber hat auch keinen interessiert. So, von dem her wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Hamdi Lidi hat er dreimal gesagt, der Eric Collins. Lustige Trikots gab es zu sehen, jetzt gerade noch. Irgendwie beim Rausgehen hat nur einer Marvin Williams Trikot auch angehabt mit der Nummer 2. Das andere 2 Trikot hat man auch eins gesehen vom LaMelo Ball, der altes. Naja. Sonst hatten es die schwarzen Trikots wieder an, obwohl zu Hause eben wegen halt City Edition. Und naja, also für die Hornets-Fans kann man sich überlegen, ob man sich jetzt für nächste Saison eine Karte kaufen will, obwohl es ja da noch viele Umbrüche geben wird, jetzt halt, wenn da der letzte Spielball gerollt ist für unsere Hornissen. Aber Hoffnung besteht. Wenn LaMelo zurückkommt, was mit Miles Bridges ist, wenn man dann noch einen hohen Pick draftet und auf McGowan zählen kann und Gordon Hayward jetzt gut für sich Werbung gemacht hat. Vielleicht, ich schätze, den wird man dann so mid-season irgendwie zu einem Contender in einen Container traden oder werfen. Aber ja, wahrscheinlich, also
Auf jeden Fall, die jungen Spieler können sich da was abschauen von ihm als Veteran, wenn sie hinschauen. Und ja, Mark Williams macht sehr viel Hoffnung. Gute Stimmung. Freuen wir uns. Sonst jetzt Zähne putzen, ins Bett gehen, gute Nacht und morgen früh aufstehen und einen wunderschönen Tag euch allen. Ciao for now. Brumm, brumm, brumm.